Bei mir habe ich entweder Pixelfehler oder Schnee. Julian, was war das denn für eine Maschine? Ja, das ist Schnee, das was so rumlübbelt. Meine Chance ist da weiter vorne im Konvoi. Bier Lichtstock. Das Schild kenne ich irgendwie von neulich. Erstmal, ich muss hier mal eben ganz kurz 600 Liter Diesel aufnehmen. 600 nur? Dann hast du mal 96, 56. Ja, immerhin habe ich nur einen kleinen Tank. Dann fährst du oder warten wir noch? Weil wir haben alle. Ich weiß nicht, wir sind alle fertig. Wir sind alle fertig mit Zapfsäule reinhalten. Also die ganze Zapfsäule vielleicht nicht, aber. Hier schnillt überdreht die ganze Zapfsäule. Hält besser. Tankt schneller. Ganz unauffällig. Jetzt schön hier. Ja, gut. Was macht ihr da für ein Überholmanöver? Ich beschleunige schneller. Ja, ich kachel mal auf 90 hoch und dann habe ich den Tempomaten rein. So ist der Plan. Irgendwann kommt er ja schon mit. Und da kommt noch eine interessante Kurve vorne. Irgendwann kommt dein LKW mal auf 90. Beim Wiedereinfädeln auf die richtige Spur blinkt man nicht. Kann man. Bin ich aber sicherer, weil ich dachte, ich bin vielleicht zu nah an dir dran, damit du Bescheid weißt. Ist die alte Faustregel, mach was du willst, aber verwirr die Leute nicht. Und blinkt nur beim Ausfällen. Hui. Kann man kurz in der Innenkurve vorbei. Was ist denn hier für eine Bremsspur? Ist mir auch gerade aufgefallen. Hat aber scheinbar geklappt, ne? Naja, nicht ganz. So, jetzt ach, das geht auch mit 95. Oh, erstmal müssen wir Twitter gucken hier. Tempomat ist ja drin. Machen wir erstmal Kaffee. Wie bei den Amis hier. Boah, das kannst du aber machen. Auf dem Scania hast du so ein riesen Brett, was man sich da als Interior-Dings da holen kann. Da kannst du Zwiebeln schneiden und Backofen unterbringen, so eine Einbaumikrowelle. Backofen-Pommes? Alles rein. Ja, klar. Da kriegst du alles drauf gemacht. Kannst du ein 5-Gänge-Menü zaubern auf dem komischen Brett? Was ja, wer überholt denn da seit einer halben Stunde? Ich fährt nur 20 oder so, keine Ahnung. Ich fahr 90. Nee, fährt 90. Kann nicht sein. Das kann nicht sein. Jetzt kannst du. Ja, dann habe ich wieder eine andere Geschwindigkeitsrechnung, das tut mir leid. Weil ich hatte meinen Tempomaten gerade auf 80 und war wesentlich schneller. Ja, dann kann nee, ich dir leider nicht helfen. Nee, dann stimmt dein Tempomat aber nicht. Du bist nämlich schneller gefahren, sodass ich zusätzlich zum Tempomaten noch Gas geben musste, um dich dann endgültig zu überholen. Okay, wir haben Miles per Hour. Also ich fahre 90. Ich fahre 210. In deiner eigenen Einheit, Julian, die du einfach selber ausgedacht hast. In Js per Unit. Genau. Js per Unit. JPU. Also J per Unit. Ja. Der Zweitname, das ist Yatak. Yatak J per Unit. Obwohl, wenn er nicht Yatak genannt werden will, sondern seinen richtigen Namen, dann nenne ich ihn einfach Jai Attack. Boah. Ist gut, James. Damit kann ich leben. James. Mein Name wird schon seit Jahren irgendwie verunstaltet, von daher ich komme damit klar. Oh, ist okay, Steffen. Ich übe mich da auch in Regelmäßigkeit in den F1-Aufnahmen. Ich finde das immer noch schlecht, dass du dich deiner Namensvorstellung gebeugt hast. Und wir begegnen uns schon seit Ewigkeiten in Formel 1 kaum noch. Wir begegnen uns in Formel 1 seit Ewigkeiten kaum noch, weil immer, wenn ich mal dazu komme, passiert bei dir irgendwas und du machst wieder irgendwas bei dir kaputt. Ja, das ist der Plan. Mach das schon. Oh, guck mal, das Party. Das war der Partybus. Ich habe Fragen. Ich nicht. Nee, die hat man an der Zeit nicht mehr. Du, das legst du irgendwann ab. Das ist. Man hinterfragt nicht mehr, man nimmt hin. Ja. Eieiei. Mein schöner Auflieger. Ich habe das Gefühl. Ja, Julian, da macht er keine Vollbremsung. Ich habe doch auch keine gemacht. Ja, du standst aber vor mir. Ja, wie soll ich das denn stand fahren, vor mir. Keine Vollbremsung ich stand, also ich habe das die ganze Zeit gefahren. Das wird Samstag sehr lustig. Ja. Ich hole mir das Geld, was ich hier, das hole ich mir in echt wieder. Mhm.
Verdienstausfall im ETS. Du, das... Hat man das nicht auch mal vor? Dann schuldet er mir aber schon Millionen. Ja. Weil ich so ein armer, mittelloser Kerl bin. Ja, wenn du keine Mitte hast, was hast du dann? Hast du rechts, hast du links, hast du oben, hast du unten? Diagonal. Ah, das finde ich auch nicht schlecht. So ein Springer. Niemand würde sagen, ich habe keine Diagonal mehr. Von schräg nach links. Von schräg nach links finde ich immer wieder erheitert. Kennt man den in Dortmund nicht? Doch. Wir sind ja nicht in Gelsenkirchen hier. Hörst du gerade nach einer Beleidigung hast an. Du gerade den Namen des verbotenen Ortes ausgesprochen? Habe ich. Bielefeld? Was, Düsseldorf? Nee, das ist ein anderer verbotener Ort, das ist eine andere Region. Bei uns ist das. Liebe Grüße an den Zuschauer, die aus den angesprochenen Orten kommen. Ja. Ganz wichtig, wenn die ihr aus den anderen. Nee, die grüße ich nicht. Die aus dem ersten Ort, die leben nicht so lange, das ist alles gut. Und Recklinghäuser sind genauso schön. Die können alle kein Auto. Aber Julian, wir können ja jetzt mal testen, ob ich dich in einer meiner Omsi-Folgen richtig eingeschätzt habe. Wenn du einen Bus siehst, auf dessen Werbung Eis abgebildet ist und da steht Select drauf, verstehst du den Witz? Warte nochmal. Das... Also du siehst einen Bus in Hamburg und er wirbt für Eiscreme. Ja. Eis am Stiel. Ja. Da steht Select drauf, verstehst du den Witz? Ja, das war sogar heute. Ich muss ja, jetzt aber gerade an Schwäbische denken. Schelle sind nicht Sellere Schell, Selle Schell schellt nicht. Da muss ich was? Als erstes dran denken. Was hat denn jetzt für eine Sprache? Okay, Julian versteht den Witz nicht. Schade. Habe ich ihn wieder überschätzt. Du bist heute auch wieder sehr freundlich, gell? Danke, Luisa. Ich weiß schon, wer auf dem Balkon schlafen muss am Samstag. Julian hat einen Balkon? Ja, Julian. Ich hab einen Balkon. Hat der Balkon auch Fußbodenheizung? Nein. Noch nicht? Schade. Hat schade er nicht. Für James. Und ich glaube, ich weiß, wen ich am Samstag auf dem Balkon aussperren werde. Ich? Ja, aber das ist ja nicht, ist schlimm. Der Schulter hat ja schon gesagt, er solidarisiert sich. Julian im Keller, ja. Machen wir dann ja, ihr beide dürft gerne in der Wohnung bleiben. Tobi eigentlich auch. Dann was? Haben wir 35 Hotdogs und 300 Subway-Sandwiches, jo. Ja. Oh, geil. Und meine Freundin. Die ist ja, stimmt. Drin. Aber die gehört warte mal, in der Liste von Essen finde ich das schwierig. Kein Bedarf, Matthias. You eat pussy with so, that? Kein Bedarf. Mäßig, kritisch. Also was Matthias... Wir haben 32 Hotdogs, 500 Sandwiches und seine Freundin. Dass er für Essen und seine Freundin so ungefähr die gleichen Emotionen hat. Ne, für Essen hat er Stärke. Das kann ja, ich, das aber kann ich das nachvollziehen. Ich stehe ja eh immer auf Platz 2 mindestens, weil es gibt ja noch den Hund. Müssen wir hier nicht rechts abfahren? Ja, der Hund ist ja nicht so gut dabei. Er fährt doch alle gut. Das ist richtig, aber bei Larissa stehe ich generell immer so. Oh, jetzt hast du den Namen gesagt. Habe ich vorhin schon. Nein, du hast La Vibe gesagt. Nee, ich habe vorhin auch schon mal Larissa gesagt. Das ist jetzt kein großes Geheimnis. Ja, der Name kommt mir tatsächlich bekannt vor, ja. Und ich da gibt es auch ein paar mehr von. Also, das ist jetzt auch noch nicht so dramatisch und staatstragend. Was, du hast noch mehr Freundinnen? Ja, da gibt es ein paar mehr von. Ja, weißt du, er hat halt eine Verlobte und mehrere Freundinnen. Hashtag 1, Hashtag 2, Hashtag 3. Ja. Na, Tobi? Da kenne ich keine Zahlen mehr. Na, Tobi? Na, Tobi? Na, Tobi? Plötzlich steht an der Freundin so eine Minuszahl. Index minus 1, Freundin nicht gefunden. Das wäre dann ich. Du hast auch mal angefangen, Informatik zu studieren, ne? Hashtag 0, Hashtag 1, wieso Hashtag 2. Ich habe mal angefangen, ich habe ein gesamtes Lehramtsstudium Informatik durchgezogen bis zum Bachelor. Ja gut, Hashtag 0, Hashtag 1, Hashtag 2. Naja, Hashtag 0, Hashtag 1, Hashtag 1. Wir zählen nicht 0, mit Hashtags. Hashtag 1. Ja. Ich habe dann nur aufgehört mit dem Lehramt. Ich habe ja immer nur Informatik als Nebenfach. Tja. Ist ja nicht so, dass das komplett tot ist. Ne, Informatik ist auch alles andere als tot. Ich hoffe, es ist in 2 Semestern als Nebenfach vorbei, weil dann habe ich alle Module zusammen, aber das war's auch schon. Man kann doch nicht hoffen, dass der Informatikstudium vorbei ist. Das ist sowas Tolles. Der ist Mathematiker, nee, der ist verquer im Kopf. Josh, du musst das anders sehen. In 2 Semestern ist vielleicht das gesamte Studium dann durch. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Also 3 Semester, weil da muss ich nur so eine Masterarbeit schreiben. Yay! Ja. 6. Ich mach gerade Bachelor. Steht da einer auf der Straße? Ja, ich kann nicht. Das ist schwierig. Hab's gleich. Ich hoffe. Nee.
Doch, ich hoffe. Das war schon richtig. Nee. Ach, ja. Kannst du mir nicht sagen, ob ich hoffe oder nicht. Ich würde mal so eine technische Frage. Hast du an deinen, rostet dein Procaster eigentlich auch? Nein. Wieso rostet euer... Ich habe jetzt meins einen Monat nicht mehr benutzt und jetzt oben irgendwie so ganz leichte Rostspuren. Das Flugrost, aber die von Gronkh rosten auch. Was? Ja, aber ist das, weil ich sie davor viel benutzt... Wahrscheinlich, weil ich sie davor viel benutzt habe, nicht, weil ich sie jetzt nicht mehr benutze. Das ist wahrscheinlich, weil du da so viel reingesprochen hast und so viel Flugsabber da dran klebt. Dass das jetzt dann das Metall wegrostet. Du kannst hier aber sonst hast du so jetzt oft gebrauchte Mikrofone auf eBay. Aber sonst hast du es halt so oft benutzt, dass du den Flugsabber wieder weggesprochen hast. James, herzlichen Dank. Jetzt kann ich mir nie wieder ein Video von Josh angucken, ohne dass ich mir dabei genau Vorstellungen im Kopf habe. Josh, tank mal eben, Josh, ne? Die oberste so Spitze von dem ich war gerade nicht. Josh, ja. Die oberste Spitze von dem Mikrofon kannst du abschrauben, ne? Und dann kannst du da mit einer Drahtbürste rangehen. Also wirklich nur die ganz oberste auch, Ebene. Ja, genau, das, was hat rostet, ja. Genau, das kannst du abschrauben. Gibt auch Leute, die haben da so einen Styropor-Puschel drüber. Ja, so hatte ich auch mal eine Zeit, aber dann wird der Klang so unschön. Was wird das? Ich habe nur ein Nägelchen genägelt. Hab's gleich. Also quasi Tobi ist tanken. Nee, Tobi ist Trader, heißt ich. Ich hab fertig. Oh, das ist aber werde gerade von allen Seiten belagert. Wow. Sehr gut. Sehr gut, Party. Schulte. Sehr gut, Schulte. Was denn? Man hat dein Lenkrad gerade laut gehört. Was? Nein. Nee, das hört sich nicht nach einem Lenkrad an. Das hört sich an wie so ein... getretener Hund. Hey, Julian, Vorsicht. Tobi, na? Über die Wiese rausgefahren. Ich kam jetzt irgendwie nicht so laut, wie ich das wollte. Ist ja alles nicht so schlimm. Ferne! Ferne! Oh, tu das nur, was hier ist. Wer fehlt denn jetzt oxidiert noch? Ich glaube, wir sind eigentlich alle. Wir sind alle da. Ich bin ja schon. Wir sind alle vollständig. Irgendwer ist weiter ganz. Ja, du warst dann wahrscheinlich zu weit vorne, dass du nicht angezeigt wurdest auf meiner Minimap. Ich könnte jetzt Josh Break testen. Ja, ich reagiere nicht mehr. Ich bin komplett durch. Ich habe keine Reflexe mehr. Warum ist der denn gerade so langsam? Reflexe sind ein Stück gut. Drauf gewartet, Reflex einer toten Katze. So angerollt kommt. Josh, wann kommt ihr denn am Samstag? Wann erscheint ihr denn am Samstag? Ja, warte mal, ich habe das vor offen gehabt. Wann? Weil Fahne nur 90, da ist es ja vollkommen legitim. Ich habe mir auch überlegt, wenn man jetzt eine Firma hat, die irgendwie Legi heißt, der eine Firma hat, dann kann man auch coole Personalwerbung machen mit kommt zu uns ins Legi-Team. Das bin ich witzig. Ach Gott. Also wir sind 13.21 Uhr auf Gleis 10. Wunderbar. Also mal diesmal nicht mit dem Flixbus, das klappt dann vielleicht ein bisschen pünktlicher. Eventuell. Ja, das ist die deutsche Bahn. Wagen 7, Platz 52. Ah, okay. Noch mehr Informationen. Ja. Zweite Klasse, ein Fenster, Großraumwagen. Ein Intercity, Fenster, Großraumwagen? Ja, Betreiber, DB Fernverkehr AG. Achtung, zwischen Wuppertal und Hagen, Information, erhöhtes Reisendenaufkommen zu erwarten. Wir empfehlen eine Sitzplatzreservierung. Cool. Hagen und Wuppertal? Krass. Also, dieser Gammel Intercity, der wird über Bonn da rumtuckert da. Aber kann man aber deswegen rauskommen. Könnte er ja trotzdem über Düsseldorf, Duisburg nach Dortmund fahren. Ja, das können die sich, glaube ich, nicht aussuchen. Nein, aber... Oh. Ich hab das Ticket so gebucht, James. Ich habe geguckt, wann passt das zeitlich ganz gut und dann, was ist das Billigste, was ich da kriege. So habe ich das Ticket gebucht. Also wie immer. Ja, und nicht, ach guck mal, da gibt's ein ICE, das ist 2 Stunden schneller, aber der kostet auch 150 Euro, das sehe ich nicht. Oh, guck mal, ich habe auch einen Daumennagel. Jona, wir müssen ja rechts weg, ne? Ja, ist doch cool. Ja, sah nicht so aus. Das ist aber echt cool, Ortseingangsmonumente hier. Ja, fand ich auch. Boah, kann dieses Pisswetter mal aufhören? Strahlende Sonnenschein. Ja, habe ich auch, aber trotzdem Regentropfen. Also bei mir ist strahlender Sonnenschein und es schneit durchgehend, also. Ja. Aber nix bleibt liegen, gell? Das ist auch toll. Ja. Wir müssen hier direkt wieder ab, ne?
Absolut richtig. Komm, jetzt sind wir in die... Was hast du denn für Geräusche? Irgendwann lernst du es auch mal zu bremsen vor so einer Ausfahrt, ne? Nein. Das wäre viel zu einfach. Julian, was machst du da? Ja, was ich über mich aufrege, ne? Weißt du? Es gibt noch viel Schlimmeres. Ja, toll. Fuck. Okay, ich bin nicht der Einzige, der nicht gebremst hat. Nee, ich wollte absichtlich etwas zügiger da durch, damit ich euch irgendwie aufhole, aber das hat irgendwie... Man hört es auf der richtigen Seite. Unerfreulich. Ja, ich ging gerade nicht. Kreuzung verpasst. Nee, es ist glaube ich... Ich glaub, das tut nicht.